Morgen Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin hier gerade, wie man unschwer erkennen kann, bei Bellamy im Stall. Wir haben jetzt 8 Uhr morgens und genau, heute ist der letzte Tag vor unserer Prüfung. Bellamy und ich gehen nämlich morgen unser erstes Turnier. Und da die Prüfung um 8 Uhr morgens ist, werde ich heute schon alles vorbereiten und euch einen Vorbereitungsvlog drehen fürs Turnier. Genau, ich werde mir Bellamy jetzt erstmal zum Reiten fertig machen, denn wir haben jetzt gleich noch Training. Oh, wir haben jetzt gleich noch Training. Und dann, danke Bellamy. Und dann werden wir auch noch einmal unsere Aufgabe durchreiten. Wir gehen eine Dressurpferde ab. Und ja, mal schauen, wie es dann klappt. Und dann darf die Madame erstmal auf die Wiese und ich mache alle Ledersachen sauber. Falls ihr euch wundert, warum Bellamy hier gerade so einen Sporenschutz, also so einen Bauchgurt tragen muss, das liegt daran, dass die Madame sich entweder irgendwo gestoßen hat oder sich in den Bauch gebissen hat, wegen der Fliege oder so. Denn sie hat hier, nur halt auf der anderen Stelle, so eine kleine Wunde, wo das Fell weg ist. Und mein Bein liegt aber auch genau ja hier. Und wir wollen halt einfach nicht, dass das jedes Mal beim Reiten aufscheuert. Das tut da ja auch weh. Und somit klappt das echt ganz gut. Und die Wunde ist jetzt auch schon gut verheilt. So, wir reiten jetzt erstmal ein paar Runden um den Hof warm und danach geht's los mit dem richtigen Training. So, wir reiten hier schon wieder außen rum, aber diesmal trocken. Training war richtig, richtig gut von Anfang an. Dann sind wir die Aufgabe durchgeritten und die war so, naja, ich kam nicht wirklich zum Reiten und der Bellamy ist das total schwer gefallen auf 40 Meter. Ich meine, wir reiten sonst halt nur auf 60 oder 75 Meter und das hat man gemerkt, aber da muss ich so ein bisschen tricksen. Mein Trainer hat mir ein paar Tipps gegeben, wie ich das morgen besser lösen kann. Und dann kriegen wir das bestimmt auch irgendwie hin morgen. Wir haben auf jeden Fall das Go fürs Turnier bekommen. Und ja, ich habe jetzt gerade schon abgehakt, damit ich das nicht mehr im Kopf habe. Und jetzt mache ich die Bellamy für die Wiese fertig. Die Mädels sind jetzt alle 4 draußen. Und in ein paar Stunden kommen wir wieder. Beziehungsweise komme ich wieder, hole die rein und dann wird Bellamy noch geduscht. Und jetzt mache ich erstmal alle Ledersachen und alle Sachen, die ich für den Anhänger brauche, in mein Auto schleppen, damit ich alles schön sauber machen kann zu Hause. Alle Sachen habe ich jetzt erstmal soweit mit. Wenn ich irgendwas vergessen habe, kann ich das ja später nochmal holen. Und jetzt geht es erstmal für mich nach Hause. Alle Ledersachen sind jetzt fertig und sauber. Und so sieht der Hänger jetzt gerade aus. Hier hinten sind noch Gamaschen, Bandagen. Hier meine Putztasche, Turniertasche, Transportgamaschen für morgen. Ja, so sieht es bisher aus. So, ich bin jetzt wieder im Stall angekommen und laufe jetzt zu den Wiesen. Denn ich hole die Mädels jetzt erstmal rein. Dann kann Bellamy kurz fressen, weil ich glaube, sie hat Futter im Trog. Und dann wird sie noch geduscht und dann habe ich, glaube ich, alles schon erledigt, was ich erledigen muss. Schaut mal, wer da angetrottet kommt. Oh, ganz viele Fliegen, die Arme. Hallo. Na? Na du. Ich bin fix und fertig, aber Bellamy ist jetzt auch fertig. Ich habe jetzt hier nur vorne schon mal runtergeflochten, weil sie eine Fliegenhaube aufkriegt. Sie ist auch ein bisschen ungeduldig. Einnähen werde ich erst morgen, da ich das Risiko nicht eingehen möchte, dass die Zöpfe aufgehen und dass das alles in der Box dann liegt. Und gewaschen habe ich sie auch schon. Ja, heute aber nur Schweif und Hufe, weil die Bellamy, die war letztens so dreckig, dass ich sie eh schon komplett waschen musste. Und deswegen ging das heute recht schnell. Und jetzt kommt sie wieder in die Box. Ich habe ihr jetzt noch den Heuball aufgefüllt. Kann sie daran jetzt gleich noch ein bisschen spielen. Sie frisst ja gerade hier Krümel vom Futter. Und ja, dann schläft sie hoffentlich gut. Und macht morgen einen lieben Job.
Ich bin wieder zu Hause und habe alles erledigt, was ich heute schon erledigt haben wollte, bevor es dann morgen losgeht. Wir müssen relativ früh los, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Jetzt gleich jeden Moment kommt auch die Starterliste raus, dann weiß ich auch, wann genau ich aufstehen muss, aber das erzähle ich euch dann alles im nächsten Video. Ich versuche euch ein bisschen beim Turnier mitzunehmen. Es kann aber auch sein, dass nur der Prüfungsausschnitt hochgeladen wird und ich dann vielleicht drumherum ein bisschen was erzähle. Wir schauen einfach, wie Bellamy sich verhält, ob wir da filmen können oder nicht. Und genau, mein Papa wird jetzt gleich noch den Hänger schon mal ans Auto hängen und dann geht's für mich jetzt gleich noch essen, deswegen bin ich auch gerade schon so fertig gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, bis zum nächsten Mal oder vielleicht auch bis morgen. Tschüssi! So, das Video ist jetzt doch noch nicht vorbei, denn ihr habt auf Instagram abgestimmt, dass ihr gerne ein Video nur haben wollt und nicht zwei Teile. Deswegen wird es jetzt hier nach dieser Szene gleich den Prüfungsritt für euch geben. Aber vorher wollte ich euch noch so kurz was erzählen, wie der Turniertag überhaupt bei uns ablief. Denn leider konnten wir diesmal nicht so viel drumherum filmen und haben eigentlich nur die Prüfung für euch gefilmt. Denn ja, wir wollten uns einfach viel Zeit für Bellamy nehmen. Unser Ziel war es, für sie einen schönen Turniertag zu machen, dass sie eine positive Erfahrung da erleben kann und nichts irgendwie Negatives mitnimmt. Und wir hatten auch gar keine Platzierung in Aussicht oder ich wollte gar nicht auf Angriff reiten, sondern einfach eine schöne, hoffentlich harmonische Runde abliefern und ihr alles ganz in Ruhe zeigen. Weswegen wir uns auch super viel Zeit genommen haben. Wir sind morgens ganz früh schon in den Stall gefahren. Ich glaube, wir waren um 5:45 schon da. Dann haben wir in Ruhe fertig gemacht und um 6:30 verladen. Und ja, dann sind wir jetzt zur Prüfung gefahren, also zum Turnier. Und wir sind ungefähr eine halbe Stunde gefahren. Anhängerfahrt war soweit auch gut. Bellamy hat zwar ein paar Mal gewirrt, aber das ist ja an sich nicht schlimm. Ja, dann sind wir angekommen und Bellamy war auf jeden Fall gut drauf und hatte ziemlich viel Energie. Meine Mama hat sie halt gehalten, währenddessen ich versucht habe, sie fertig zu machen fürs Reiten. Und ja, sie war halt total aufgeregt, sie konnte nicht stillstehen und hat die ganze Zeit gewirrt und wurde auch teilweise ein bisschen frech und hat mit dem Kopf so rumgeschleudert gegen uns. Und ja, zum Glück ist sie aber nicht gestiegen. Das war ja vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten noch so ein großes Problem, dass sie sich dann so reingesteigert hat, dass sie dann auch gestiegen ist. Das ging dann alles zum Glück. Wir konnten es also noch relativ gut im Griff halten, mussten sie halt viel führen, schön rückwärts richten und so. Das muss sie halt einfach noch lernen. Ja, und dann habe ich sie halt geführt zum Prüfungsplatz bzw. zur Abreiterhalle. Und dieser Weg war irgendwie so lange und ja, Bellamy war halt, wie vorhin schon gesagt, sehr an und war auf jeden Fall sehr lauffreudig und ich hing da so dran und ja, hatte da kaum Chance, irgendwie mitzuhalten bei ihrem schnellen Schritt. Und dann habe ich das aber zum Glück relativ schnell in den Griff bekommen, indem ich einfach dann nochmal eine Runde gegangen bin, nochmal stehen geblieben bin und mit ihr viel gesprochen habe. Und dann ist sie zum Glück schon recht gut runtergefahren. Ich meine, Bellamy hat das natürlich trotzdem gespürt, dass irgendwas anders ist, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Und ja, für mich war das ja auch nach 1,5 Jahren jetzt das erste Turnier wieder und dann direkt mit einem Jungpferd, was noch gar nicht Turnier gegangen ist. Und dann direkt eine Prüfung, die ich auch noch nie geritten bin, eine Dressurpferde A. Ja, da war auf jeden Fall ja schon so ein bisschen Aufregung hinter. Ich meine, das ging zum Glück bei mir noch, aber so die Vorfreude und einfach so diese leichte Anspannung, die man hat auf dem Turnier. Und ja, dann durften wir zum Glück schon auf dem Prüfungsplatz und den jungen Pferden das alles in Ruhe schon mal zeigen, bevor die Prüfung losging. Und ab dem Moment, wo ich eigentlich drauf saß, war eigentlich wieder alles gut. Also Bellamy war handelbar, trotzdem noch sehr energiegeladen, aber das konnte ich zum Glück gut wegreiten, indem ich verschiedene Sachen geritten bin, sodass sie sich eigentlich sehr auf mich konzentrieren musste und sich nicht ablenken konnte und sich irgendwo vor erschrecken konnte oder ausrasten konnte. Und ja, nachdem ich ihr den ein paar Minuten gezeigt habe, bin ich dann rüber in die Abreiterhalle gegangen. Die Abreiterhalle war so voller Pfützen und das fand die Bellamy am Anfang richtig eklig und wollte da nicht durchtraben oder durchgaloppieren. Aber nach einer Zeit hat sie es dann super lieb gemacht. Sie fand es ein bisschen gruselig, dass es dann so laut in der Abreiterhalle war. Wenn dann so ein Großpferd da lang galoppiert kommt, ist das natürlich schon lauter, wenn da noch so viele Pfützen sind. Aber da hat sie sich zum Glück auch recht gut dran gewöhnt. Hatte auf jeden Fall gut Hummeln im Hintern. Also ich bin auch echt lange abgeritten. Ich musste sie auch die ganze Zeit beschäftigen. Ich musste auch aufpassen, dass sie mir nicht unterm Hintern wegrennt, aber sie ist dadurch auch so wirklich schön getrabt und galoppiert und es hat sich sehr, sehr toll angefühlt in der Abreiterhalle. Also Bellamy hat mir ein super gutes Gefühl gegeben. Irgendwann wurde es recht voll und sehr unübersichtlich in der Abreiterhalle. Da habe ich versucht dann,
ja, irgendwie viele Übergänge zu machen, weil nur Schritt gehen fand die Bellamy gruselig, wenn dann die ganze Zeit die anderen drumherum noch getrabt sind oder so. Da hat sie sich zu sehr ablenken lassen, weswegen ich viel traben musste noch und dann einfach viele Übergänge geritten bin. Und dann war ich zum Glück aber schon in der vierten Abteilung. Eigentlich wäre ich hinten gewesen. Da hatte ich schon ein bisschen Bedenken, weil die Bellamy einen sehr großen Galopp hat. Beziehungsweise der Galopp bei ihr noch so ein bisschen aufwendiger ist und ich sie da viel noch unterstützen muss. Und da hatte ich halt Angst, dass ich jemanden langsamen vor mir habe und ich sie dann nicht wirklich zum Galoppieren komme, beziehungsweise sie dann auch ausfällt. Aber ich durfte zum Glück nach vorne gehen. Ich habe die andere Reiterin angesprochen in der Abreiterhalle, wie es denn aussieht, ob ihrer gut vorne gehen würde oder ob ich nach vorne gehen könnte. Und da meinte sie, dass es kein Problem ist, wenn ich nach vorne gehe. Und ja, dann sind wir also zum Prüfungsplatz gegangen und ab dem Moment, wo ich da drauf war und dann angetrabt bin, um mir nochmal kurz, bevor die Prüfung losging, den Platz zu zeigen, habe ich schon gemerkt, dass sie so ein bisschen zurückhaltender getrabt ist, so ein bisschen mehr auf die Hand dann kam, also sich so ein bisschen aufs Gebiss gelegt hat. Und ja, dann war so, sage ich mal, ein bisschen die Luft raus, aber ich wollte ja nicht auf Angriff reiten, sondern einfach nur eine liebe, harmonische Runde reiten. Und das haben wir geschafft. Die Bellamy ist so lieb durch die Prüfung gegangen, obwohl das zweite Mal erst war, auch wo wir auf dem 40er Viereck geritten sind. Und das ja schon für ein Jungpferd sehr anstrengend ist, beziehungsweise man da ja gefühlt nur hin und her schleudert. Hat sie das so, so toll gemacht und ich bin so stolz auf sie und ich war einfach nur glücklich, als ich rausgeritten bin, dass es eine schöne Runde war, sie keine Faxen gemacht hat, sich sonst einfach nur auf mich konzentriert hat. Und als ich dann die Note gehört habe, kamen mir schon fast die Tränen, weil ich so dachte, das kann nicht sein, dass wir jetzt so eine tolle Note erritten haben. Wir haben eine 7,8 für unseren Ritt bekommen und ja, konnten somit auch diese Prüfung gewinnen. Am Ende mussten wir noch mal ein bisschen zittern, weil dann doch noch mal ein paar gute Jungpferde in die Prüfung gegangen sind. Es kamen noch drei Abteilungen nach uns. Aber ja, wir konnten tatsächlich vorne bleiben mit 0,3 Abstand sogar. Also hatten wir echt einen ja, sehr verrückten und tollen Turniertag, muss ich sagen. Ab dem Moment, wo ich dann auch fertig war mit der Prüfung, war Bellamy auch komplett entspannt, hat da ein bisschen gegrast, bis die anderen fertig waren, bis die Siegerehrung losging. Und ja, ich muss einfach sagen, dass ich super stolz bin. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist total unreal für mich. Auch ein großes Dankeschön an meine Eltern und allgemein an meine ganze Familie, dass sie mich so sehr unterstützen. Ohne euch wäre das nicht möglich. Genauso wie an meinem Trainer. Ich konnte viele Tipps von ihm umsetzen, die Richter auch gerne gesehen haben und wir deswegen auch eine gute Runde zeigen konnten. Und ja, dann ging es in die Siegerehrung. Die war noch ein bisschen spaßig, beziehungsweise das hat eigentlich Bellamy super lieb gemacht, aber sie hatte totale Angst vor der Schleife. Das hätte ich von ihr tatsächlich nie erwartet, dass sie Angst vor einer Schleife hat, weil sie ansonsten alles, was so flattert oder knistert oder so, überhaupt nicht schlimm findet. Aber die fand sie irgendwie gar nicht cool, sodass ich die Schleife in der Hand halten musste. Aber gut, dann werden wir jetzt noch ein bisschen Schleifentraining so gesehen machen, dass sie das kennenlernt und merkt, dass das nichts Schlimmes ist, wenn da was an ihrem Kopf flattert. Und ja, genau, dann sind wir noch eine schöne Ehrenrunde geritten und dann sind wir auch schon wieder ganz entspannt nach Hause gefahren. Die Bellamy durfte dann erst in der Box sein, ein bisschen Heu fressen, kurz trinken, kurz sich entspannen und dann ging es raus auf die Wiese und dann hat sie den restlichen Tag dann genossen. Abends bin ich dann nochmal zu ihr gefahren, habe sie viel gekuschelt und habe geschaut, ob es ihr gut geht. Und ja, jetzt heißt es erstmal ein paar Tage entspannen für Bellamy und dann geht es wieder los mit dem Training. Und dann schauen wir mal, wann das nächste Turnier ist und vielleicht können wir es dann ja sogar schaffen, dass wir das gute Gefühl, was sie mir in der Abreiterhalle gibt, auch mit in die Prüfung nehmen können, sodass wir noch eine schönere und bessere Leistung zeigen können. Ja, aber ich möchte überhaupt nicht meckern. Ich bin einfach unfassbar glücklich und damit hätte echt niemand gerechnet. Und jetzt zeige ich euch endlich mal die Prüfung, wie das Ganze so ausgesehen hat. Genau, ich verabschiede mich hier aber schon mal und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Grüße. Abteilung zu einem Rechts bricht ab im Arbeitstempo Trab. Auf den Mittelzirkel geritten.
durch die ganze Bahn wechseln, dabei Tritte verlängern, leicht tragen. Im Arbeitstempo ausgerichtet. Abteilung Schritt, Mittelschritt. Durch die ganze Bahn wechseln. Abteilung im Arbeitstempo Trab auf dem Zirkel geritten. Abteilung im Arbeitstempo Galopp Marsch. Ganze Bahn. Durch die ganze Bahn wechseln. Auf der Wechsellinie Abteilung im Arbeitstempo Trab. Auf dem Zirkel geritten. Abteilung im Arbeitstempo Galopp Marsch. Ganze Bahn. Galoppstunde verlängert. Arbeitstempo Trab. Auf dem Mittelzirkel geritten, dabei leicht tragen und Zügel aus der Hand kauen lassen. Zügel wieder verkürzen, aussitzen, ganze Bahn. Anfang links dreht, rechts marschiert auf. Marsch. Zu Grüße. Ohne Spülkissen.